wir endlich mal neue Fähigkeiten haben. Die Sturmpiraten begannen, Worfe zu erkunden, um ihre verlorenen Stärken wiederzufinden. Sie besiegen den Koloss mit Adios Hilfe und fanden ihren ersten Würfel. Nice. Doch dann nahmen die Dinge einen unerwarteten Lauf. Nice, jetzt zeigt man nochmal so eine Rückblende. Also. Nächstes Kapitel, Erinnerung an das Wüstenkönigreich Alabasta. Ja, jetzt kommt Alabasta, Leute, endlich. Das habe ich schon damals gesagt. Dass ich stärker als du werde. Ah, nice, das war hier Ruffy und Ace, wo, wie sie miteinander gesprochen haben. Trophäe erhalten, Kapitel 1 beendet, nice. Ja. Ja, stimmt, nach Kapitelende bekommt man ja auch immer eine Trophäe. Gastcharaktere. Während eines Spielfortschritts in den Episoden können sich außer Teleschnecken telepathisch kombinieren, Kreaturen, mit denen Leute Nachrichten verschicken. Es gibt schwarze Teleschnecken, Statusleiden. Es gibt viele Arten von Statusleiden, die im Kampf eine Auswirkung auf dich haben können. Kapitel 2. Erinnerung an das Wüstenkönigreich Alabasta. Nice. Das wird geil. Da bin ich echt gespannt. Das wird anders, nice. Endlich eine neue Welt, Alabasta. Nice. Nanohana. Oh, ist das etwa Alabasta? Oh, die Heimat meiner süßen Vivi. Ist das wirklich nur eine Erinnerung? Das ist Wahnsinn. Es sieht genauso aus wie das echte Nanohana. Nice. Das ist also Alabasta. Was für Abenteuer habt ihr hier erlebt? Ach, das ist eine lange Geschichte. Was ist euch denn Besonderes in Erinnerung geblieben? Wir kamen nach Alabasta und retteten Vivi. Ja, die Barockfirma versuchte damals das Königreich zu übernehmen. Und wir haben gekämpft, um das zu verhindern. Dabei wurden viele Menschen verletzt, doch wir konnten Sir Crocodile besiegen und den Bürgerkrieg beenden. Das ist offensichtlich die Antwort. Eure größte Errungenschaft hier war, dass ihr diesen Sir Crocodile besiegt habt. Also muss ich ihn einfach nur nochmal vermöbeln. Das sollte kein Problem sein. Dann wissen wir ja jetzt, was zu tun ist. Gehen wir. Es gibt da noch eine wichtige Sache, die ich euch sagen muss. Diese Welt wurde zwar auf Basis eurer Erinnerung erschaffen. Das bedeutet aber nicht, dass alles genauso passieren wird, wie es wirklich vorgefallen ist. Was meinst du damit? Dieser Ort ist doch quasi unsere Erinnerung. Genau deswegen, ihr wisst ja selbst, wie schwammig Erinnerungen sein können. Auch die Herausforderungen und Gegner, denen ihr hier begegnen werdet, werden härter sein. Wie funktioniert das? Mit anderen Worten, da ihr stärker geworden seid, sind auch die Gegner aus euren Erinnerungen stärker. Was wirklich? Crocodile ist also stärker als damals, weil wir stärker sind? Aber warte mal, wir sind doch jetzt schwächer als vorher, oder? Ja, genau. Der Würfel, der die Memoria geschaffen hat, hat diese Welt aus euren vollständigen Ichs heraus erschaffen. Das bedeutet, ihr müsst ohne eure vollen Kräfte gegen Gegner kämpfen, die stärker sind als ihr. Was? Das ist doch voll unfair.
Aber so funktioniert die Memory ja nun mal. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich verstehe das Ganze zwar nicht so ganz, aber egal. Ich muss einfach nur alles vermöbeln, was mir über den Weg läuft, oder? Also, los geht's. Nice.